Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler, schön, dass Sie dabei sind. Wir machen heute weiter mit unserem Kapitel Nummer 4, Schule und Beruf, mit der Lektion 17, Zukunftspläne. Also Zukunftspläne. Sehen Sie die Schilder an. Die Gegenwart ist jetzt. Die Vergangenheit ist früher und die Zukunft, was kommt nachher? Also was sind die Zukunftspläne? Studieren, um die Welt reisen, Karriere, Familie, Familie und Kinder und so weiter. Also, man kann nach dem Abitur an der Universität studieren. Danach kann man eine Arbeit suchen, eine Arbeit finden, heiraten und eine Familie gründen. Man kann eine Sprache lernen und vielleicht nachher auswandern. Das sind alle Zukunftspläne. Also sehen Sie, das ist das Assoziogramm an. Zum Thema Zukunftspläne haben wir die Wörter Vergangenheit, Gegenwart, das heißt jetzt, und Zukunft. Der Plan, Plural, die Pläne. Man kann studieren, eine Arbeit suchen, ein Auto kaufen, heiraten, reisen, auswandern, das heißt im Ausland leben. Man kann Sprachen lernen, das sind alle Zukunftspläne. In Ihrem Lehrbuch haben wir auf der Seite 7 ein paar Texte zum Thema Zukunftspläne. Was werden die 5 Jugendlichen nach der Schule machen? Berichten Sie. Sabine, ich werde vielleicht Medizin studieren. Alex, ich will eine Lehrstelle suchen. Sebastian, ich will die Musikhochschule besuchen. Patricia, ich werde einen Sprachkurs in London besuchen. Christian, ich werde nach Australien auswandern. Ja, lesen Sie bitte die Texte noch einmal und finden Sie, was passt zusammen. Person und Zukunftsplan. Sabine, Alex, Sebastian, Patricia und Christian. Eine Sprache lernen, an der Universität studieren, im Ausland leben, Musik lernen, arbeiten. Also Person und Zukunftsplan, was passt zusammen? Wir sehen hier die Verbesserung. Also, Sabine, das passt 1, das passt mit B, an der Universität studieren. Alex, 2, das passt mit E, arbeiten. 3, Sebastian, D, Musik lernen. 4, Patricia, A, eine Sprache lernen. Und 5, Christian, C, im Ausland leben. Was werden die Jugendlichen nach der Schule machen? Sabine, ich werde vielleicht Medizin studieren. Patricia, ich werde einen Sprachkurs in London besuchen. Christian, ich werde nach Australien auswandern. Hier haben wir die Regel, das ist Futur mit Werden. Im Deutschen kann man die Zukunft auf 2 Arten ausdrücken. 1, man kann Präsens mit Temporaladverb oder Temporalergänzung, wie zum Beispiel morgen, nächste Woche, am Wochenende, im Sommer. Zum Beispiel, nach dem Abitur studiert Sabine Medizin. Oder Futur, das ist das Verb werden im Präsens plus das Verb im Infinitiv und am Ende. Beispiel, Sabine wird nach dem Abitur Medizin studieren.
Hier haben wir die Konjugation vom Verb werden im Präsens. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie Plural werden und sie Höflichkeitsform werden. Übung 2. Bilden Sie das Futur mit werden. Morgen treffe ich meine Freunde. Nächste Woche feiert Hans seinen Geburtstag. Am Wochenende fliegen wir nach Berlin. Sehen wir die Verbesserung. Morgen werde ich meine Freunde treffen. Hans wird nächste Woche seinen Geburtstag feiern. Wir werden am Wochenende nach Berlin fliegen. Ja. Hier ist Sabine und sie spricht, sehen Sie die Blase, ich werde vielleicht Medizin studieren. Das ist eine direkte Rede. Was sagt Sabine? Sabine sagt, dass sie vielleicht Medizin studieren wird. Das ist eine indirekte Rede, oder? Das ist eine Redewiedergabe. Hier haben wir die Regel, das ist der Nebensatz mit das. Sabine, ich werde vielleicht Medizin studieren. Das ist ein Hauptsatz. Der Nebensatz mit das ist, was sagt Sabine? Sabine sagt, dass sie vielleicht Medizin studieren wird. Im Nebensatz mit das kommt das konjugierte Verb am Satzende. Übung 3. Was sagen die Jugendlichen? Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie. Patricia sagt, Alex sagt, Patricia sagt das, Alex sagt das, Sebastian sagt das und Christian sagt das. Also Patricia sagt, dass sie einen Sprachkurs in London besuchen wird. Alex sagt, dass er eine Lehrstelle suchen will. Sebastian sagt, dass er die Musikhochschule besuchen will. Christian sagt, dass er nach Australien auswandern wird. Übung 4. Ergänzen Sie die Sätze. Berufswahl. Was ist für Jugendliche das Wichtigste? Schreiben Sie. Was erwarten junge Leute vom Beruf? 1000 Jugendliche wurden befragt und hier ist das Ergebnis. 2015, Spaß am Beruf ist wichtig. 215, ein sicherer Arbeitsplatz ist wichtig. 188, nette Kollegen. 166, guter Verdienst. 135, Karriere. 98, viel Freizeit. Und 78, Menschen helfen. Ja, dann lesen wir die Verbesserung. 188 Jugendliche glauben, dass nette Kollegen am Beruf das Wichtigste ist. 166 Jugendliche sagen, dass guter Verdienst am Beruf das Wichtigste ist. 135 Jugendliche sind der Meinung, das heißt, sie denken, sie meinen, dass Karriere am Beruf das Wichtigste ist. 215 Jugendliche finden, dass sicherer Arbeitsplatz am Beruf das Wichtigste ist. 98 Jugendliche sagen, dass viel Freizeit am Beruf das Wichtigste ist. Und 78 Jugendliche meinen, dass Menschen helfen am Beruf das Wichtigste ist. Ja. Hören
hören oder lesen Sie die Dialoge. In diesem Fall werden wir die Dialoge natürlich lesen. Hier haben wir drei Dialoge. Was möchten die drei Jugendlichen nach dem Nachschulabschluss machen? Das finden Sie auf der Seite 108 in Ihrem Lehrbuch. Also ich lese die Dialoge vor. Sibylle, welche Schule besuchen Sie? Ich besuche das Gymnasium. Und in welche Klasse gehen Sie? Ich bin 17 und gehe in die 11. Klasse. In 2 Jahren sind Sie also mit der Schule fertig. Was werden Sie danach machen? Das weiß ich im Moment noch nicht. Aber ich glaube, dass ich studieren werde. Ich mag Fremdsprachen. Ich werde vielleicht Germanistik, das heißt deutsche Sprache und Literatur studieren. Dialog oder Interview B. Renate, gehen Sie auch aufs Gymnasium? Nein, ich besuche die Realschule. Und wie alt sind Sie? 15. Und wann sind Sie mit der Schule fertig? Nächstes Jahr. Was werden Sie danach machen? Ich werde eine Stelle suchen, als Sekretärin oder Angestellte. So genau weiß ich das noch nicht. Interview C. Fadi, wie alt bist du? Ich bin 14 und besuche die Hauptschule. Du wirst also eine Berufsschule besuchen, oder? Ja, ich mag Motoren und möchte Mechaniker werden. Mein Traumberuf ist eine eigene Werkstatt. Aber ich weiß, dass es nicht einfach ist. Hoffentlich schaffe ich es. Ich wünsche dir viel Glück. So? Lesen Sie die drei Interviews und machen Sie die Übung 5. Was möchten die drei Jugendlichen nach ihrem Schulabschluss machen? Ergänzen Sie mit Informationen aus den Dialogen. Das Mädchen heißt, sie sagt, dass sie besucht und dass sie Jahre alt ist und in die Klasse geht. Sie ist also mit der Schule fertig. Sie glaubt, dass sie nach der Schule. Sie sagt, dass sie Fremdsprachen mag, dass sie vielleicht Deutsche und studieren. Text 2. Das Mädchen heißt, sie sagt, dass sie besucht. Sie sagt, dass sie Jahre alt ist und dass sie mit der Schule fertig ist. Sie sagt, dass sie wird als oder. Text 3. Der Junge heißt, er sagt, dass er Jahre alt ist und dass er besucht. Er sagt, dass er dann eine besuchen wird, dass er mag und dass er möchte. Er sagt auch, dass sein Traum eine ist, aber dass es nicht so einfach ist. So. Hier haben wir die Verbesserung. Ich lese jetzt die Texte. Das Mädchen heißt Sibylle. Sie sagt, dass sie das Gymnasium besucht und dass sie 17 Jahre alt ist und in die Klasse 11 geht. Sie ist also in 2 Jahren mit der Schule fertig. Sie glaubt, dass sie nach der Schule studieren wird. Sie sagt, dass sie Fremdsprachen mag und dass sie vielleicht Germanistik, das heißt deutsche Sprache und Literatur, studieren wird. Text 2. Das Mädchen heißt Renate. Sie sagte, dass sie die Realschule besucht. Sie sagte, dass sie 15 Jahre alt ist und dass sie nächstes Jahr mit der Schule fertig ist. Sie sagte, dass sie eine Stelle suchen wird als Sekretärin oder Angestellte. Text 3. Der Junge heißt Fadi.
Er sagt, dass er 14 Jahre alt ist und dass er die Hauptschule besucht. Er sagt, dass er dann eine Berufsschule besuchen wird und dass er Motoren mag und dass er Mechaniker werden möchte. Er sagt auch, dass sein Traumberuf eine eigene Werkstatt, aber dass es nicht so einfach ist. Übung 6, das ist eine Partnerarbeit. Fragen Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin nach Schultyp, Klasse, Abitur, wann, Zukunftsplänen und so weiter. Schüler 1, wie heißt du? Zum Beispiel, ich heiße Jasmin, sagt Schüler oder Schülerin 2. Welche Schule besuchst du? Ich besuche das Gymnasium. In welche Klasse gehst du? Ich gehe in die 13. Klasse. Wann bist du mit der Schule fertig? Ich mache dieses Jahr das Abitur. Was sind deine Zukunftspläne? Ich möchte Ärztin werden, deshalb will ich Medizin studieren. Nehmen Sie Notizen, dann schreiben Sie einen Aufsatz. Was sagt Ihr Partner oder was sagt Ihre Partnerin? Erzählen Sie. Beispiel: Jasmin sagt, dass sie das Gymnasium besucht und dass sie in die Klasse 13 geht. Sie macht dieses Jahr das Abitur. Sie sagte, dass sie Ärztin werden möchte und dass sie Medizin studieren wird. Also gezielte zur Abi-Prüfung. Lese verstehen. Ich kann Berichte von Jugendlichen zu ihren Zukunftsplänen lesen und verstehen. Wortschatz. Zukunftspläne. Studieren, arbeiten, einen Job finden, reisen, heiraten, ein Auto kaufen, auswandern. Berufsauswahl. Spaß am Beruf, nette Kollegen, guter Verdienst, Karriere. Sicherer Arbeitsplatz, viel Freizeit, Menschen helfen. Grammatik, das Satz, Verben mit das Satz, wie sagen, meinen, glauben, finden. Schriftlicher Ausdruck, über Zukunftspläne berichten. Worauf Sie sich konzentrieren sollten? Auf die Grammatik, das Satz. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.